Nächster Teil der kleinen Serie. Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte. Wir sind jetzt im Duisburger Norden, Wannheimer Ort, und stehen am Rand der Dickelsbach-Siedlung. Wir sind, muss man sich vorstellen, in den 1920er Jahren. Das heißt, die schwierige Zeit der Weimarer Republik, eine ökonomische Krisenzeit, aber auch eine Zeit der Zuwanderung. Und es gibt massive Wohnungsprobleme. Firmenwohnungsbau wird nicht mehr gefördert in dieser Zeit und da wird nach anderen Modellen gesucht, die Wohnungsnot zu lindern. Und Duisburg, die Stadt Duisburg ist da selbst aktiv geworden und hat sehr experimentell gearbeitet, hat nämlich eine standardisierte Wohnung entwerfen lassen. Zur Verfügung pro Wohnung standen 5.000 Mark und die Architekten mussten versuchen, dafür Angebote zu machen. Und vier eigentlich sensationelle Siedlungen sind dann in Duisburg entstanden und stehen tatsächlich heute noch mit einem Bild, das sich dort ergibt, das einzigartig ist, das man so in keiner anderen Form findet. 5.000 Mark standen zur Verfügung und die Architekten haben sich entschieden dazu, dafür Einfamilienhäuser zu bauen. Man kann es an den Häusern sehen, es gibt die Tür, es gibt ein Fenster, dann ist das Haus zu Ende. Danach beginnt sofort das nächste Haus. Also Reihenhäuser angelegt, aber die Alternative wäre gewesen, Großwohnhäuser, mehrgeschossige Großwohnhäuser mit Etagenwohnungen. Und diese Häuser haben alle Gärten. Wenn man das sieht in dieser Gasse hier, die Häuser stehen relativ dicht beieinander. Das sieht eng, ungewohnt aus und fast kasernenartig mit der nüchternen Gestaltung, aber die Häuser haben alle Gärten. Es gibt mehrere Parallelstraßen und die Gärten sind immer zueinander ausgerichtet und werden von hinten nochmal durch einen Wirtschaftsweg erschlossen, sodass man vorne die öffentliche Straße, hinten den halbprivaten Bereich, diesen Wirtschaftsweg hat mit den Gärten. Und die Bewohner bekamen in den Häusern 57 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung gestellt. Auch das ist nicht dramatisch viel. In den 57 Quadratmetern, da gab es drei Schlafzimmer, eine Wohnküche und es gab noch Keller dabei und eben den Zugang direkt aus der Wohnung zum Garten. Ja, die Dickelsbach-Siedlung, ein Beispiel, ein sensationelles Beispiel, eigentlich sehr wenig bekannt in der Fachwelt, ja, aber in der Öffentlichkeit sehr wenig bekannt. Ein sensationelles Beispiel für experimentelles Wohnungsbauen in den 1920er Jahren, wird von den Fachleuten gleichgerechnet mit den großen Siedlungsbauten in Frankfurt oder in Berlin. Also die Dickelsbach-Siedlung, dann gibt es noch die Ratingsee-Siedlung, die Siedlung am Parallelhafen und die Einschornstein-Siedlung, die noch eine zentrale Infrastruktur für die gesamte Siedlung aufwies. Das sind vier Beispiele einer besonderen Form des Wohnungsbaus, die hier in Duisburg ja denkmalgerecht erhalten sind, unter Denkmalschutz stehen und die man mit der gebotenen Zurückhaltung, man darf die Bewohner natürlich nicht zu sehr bloßstellen dabei, aber die man hier besuchen und sehen kann in Duisburg. Einer meiner Lieblingsorte.